Sie kommen an die Stelle, an der sich die Überlebenden des 9. Bataillons von Oberst Otway nach der Eroberung der Batterie am 6. Juni 1944 versammelten. Südlich hinter ihnen, von Pferdeweiden umgeben, ist das Schloss von Gonneville, in dem sich heute einer der besten französischen Pferdezuchten für Traber befindet. Jacky Marteau, Leiter des Gestüts von Retz und des Rennstalls Charmes, sagt Ihnen mehr darüber. Das Gestüt von Retz und der sogenannte Rennstall de Charmes ist das Unternehmen, in dem alle Aktivitäten von der Zucht bis zum Training an einem Ort zusammengefasst sind. Dann hat Herr Lucien Urano, der momentane Besitzer, das Gestüt 1999 gekauft. Das Gestüt hat eine Fläche von ungefähr 200 Hektar und kann zwischen 200 und 250 Pferde aufnehmen. Davon sind etwa 150 Zuchtpferde und der Rest wird zu Rennpferden trainiert. Es ist eine Rennpferdezucht für Traber. Von denen 40% auf Rennbahnen in Paris und in der Provinz laufen werden. Vielleicht kennen Sie einige der auf den aufgehängten Plakate abgebildeten Köpfe. Fürst de Retz, zweimaliger Weltmeister. Luc de Star, unter den europäischen Top 5 dabei. Kiss-Melodie, namentlich jahrelang die Gazelle von Vincennes.